Ja, euch begleiten. Wenn ich das halt erreiche und die große Statue im Inneren sehe, ist dort sicher. Wenn ihr sicher ist, seid ihr dann bereit dazu. Einsatz aus den prüfen, ob es überhaupt sicher ist. Ja, bitte begleitet mich nach Alderdorf. Auf geht's. Verdammt. Das heißt, wir müssen jetzt schwimmen. Fischies. Och nein. Langsame alte Frau. Ich hasse es. Wo war ich? Ach ja, Civilization 4. Ich muss sagen, allein schon die Einteilung der Geschwindigkeiten. Ich meine, als erstes steht da Marathon. Episch, normal und schnell. Also Marathon. So. Ich weiß nicht, Marathon als langsamste Geschwindigkeit. Das ist... Kommt auf einmal, was für Marathon. Achso, du kannst über Wasser laufen. Schönen Dank. Kommt auf was für Marathon, aber Marathon, na gut. Mit ein bisschen überlegen kann man darauf kommen, dass es langsam sein könnte. So Marathon dauert lange, braucht man viel Ausdauer. Ja. Aber episch. Episch. Warum episch als zweite Geschwindigkeitsstufe? Meinen die damit episch langsam oder meinen die? Ja. So. Manches wirkt ja auch episch, wenn man es in Zeitlupe ablaufen lässt, so in Filmen. Oder so. Was ist das damit gemeint? Was bist du? So, du, stirb. Drö. Dir geht's gut, oder? Ne, auf geht's. Aber episch. Verstehe ich nicht. Dann normal und dann schnell. Da hast du gedacht, naja, wenn sie das sagen. Aber wirklich schnell war das auch nicht. Kommt vielleicht auch, weil wir in der ersten Epoche oder Zeitalter angefangen haben. Da musste halt erst alles ganz vom Anfang an entwickeln. Und so gegen Ende hin, zum Ende hin, fand ich mich in einer kleinen Zwickmühle. Weil... Ja, es waren dann nur noch 40 Runden zu spielen, also... Civilization ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Ja. Hatte ich ja vorher auch noch nie gespielt. Aber es ist eigentlich ganz bequem, weil... Der Gegner macht nichts, bis... Also wenn man selbst nichts macht, dann macht der Gegner auch nichts. Und das ist eigentlich ganz schön praktisch. Weil da kann man sich Zeit lassen. Ach, du bist kacke. Ja, so kann man sich Zeit lassen. Umsehen. Alles genau planen. Und ja, am Anfang ist das eigentlich richtig cool. Nur dann, so später, gegen Ende hin. Du warst dann richtig belastend. Ich hatte dann sonst wie viele Städte und die musste man natürlich alle erstmal beschäftigen, so für die Dauer der Zeit. Hey, was ist der Scheiß? Das ist meiner. So. Oh, und das dann nacheinander, und dann hat eine Runde schon mal etwas länger gedauert, als sie es eigentlich sollte. Komm. Na los. Hier, ja. Bei Fuß. Cool. Naja, und es kam dann halt dazu, dass ich konnte den Gegner einfach nicht aus diesen Städten verdrängen. Ich stand dann da, ich hatte über eine Flugzeugstaffel.
Flugzeugstaffel in der Nebenstadt eingerichtet. Und ja, mit Panzern und schwerer Artillerie bin ich dann von Stadt zu Stadt gezogen und habe dann dementsprechend auch immer meine Flugzeugstaffel mitgenommen. So für eine höhere Reichweite. Ja, ich sage, dass ich euch begleiten würde, Noob, um zu sehen, ob er auf das gemacht hat. Hat meine Bedingung erfüllt. Ich danke euch nun, der Musa wird gerettet werden. Ich ernenne euch zum Reverie, der Musa, falls ihr es wünscht. Ja. Wunderbar. Ich bin der Nerevarina. Was habe ich denn bekommen? Tolles. Lärm. 20 Punkte. Ne, 50 Punkte für 20 Sekunden auf Berührung. Mit Lärm kann ich irgendwie nicht besonders viel anfangen. Aber okay. Ja, nee, und ich bin halt immer weitergezogen von Stadt zu Stadt, immer mehr in das feindliche Gebiet hinein. Ja, na, dummerweise habe ich dann meine Flugzeuge an dieser einen Stadt gelassen. Ne, was? Geht's hier raus? Ne, jetzt bin ich falsch, oder? Und bin dann schon zur nächsten Stadt gezogen mit meinem ganzen Artilleriegeschwader. Zeug. Ja. Und in der Zeit haben die Gegner die Gunst der Stunde genutzt und die Stadt, in der meine Flugzeuge waren, zurückerobert. Ergo, meine ganzen 30 Flugzeuge, die da drinnen waren, waren weg. Ja. Flugzeuge sind dahingehend ganz praktisch, weil sie die Verteidigung einer Stadt senken und auch die Einheiten in der Stadt schwächen können. Was ganz sinnvoll ist, wenn man eine Stadt einnehmen möchte. So, das konnte ich dann nicht mehr machen und dann wurden meine ganzen Einheiten nacheinander auch wieder erledigt, weil irgendwie... Ja, der Computergegner war einfach zu gut für mich. Ich kann dann schon mit Atombomben an, aber die konnte ich auch nicht auf diese Stadt werfen. Weil ich da halt noch... Zeug in der Umgebung hatte. Und ich darf ja meine eigenen Leute nicht verstrahlen. Doof. Das war dann. Die haben mich dann so genervt. Mein Kumpel hat mir dann auch noch mitgeholfen mit Atombomben. So, die umliegenden Städte. Aber bis ich bei denen dann war, mit meinen Einheiten. Das Produzieren hat ja auch wieder gewisse Runden gedauert und da hatten die schon wieder nachgerüstet. Ja. Ich hätte mir das besser überlegen sollen, was ich mache. Naja, aber für das nächste Mal weiß ich's. Das nächste Mal. Auch wenn ich nicht genau weiß, wann das sein wird, aber das nächste Mal halt. So, wo würde ich jetzt hin? Ach ja. Ich werde jetzt den Dädra Schrein unweit dieses Lagers unter die Lupe nehmen und mal schauen, welche Stufe habe ich eigentlich. Stufe 13, cool. Gutachten, um zu sehen, ob sich dort irgendwo eine goldene Heilige zufälligerweise versteckt. Und wenn ja, werde ich sie fangen. Wenn nicht, dann sehe ich weiter. Ach ja, wo ich ja gerade vor mich hinschwebe. Auch noch anders bei Oblivion. Es gibt keine Levitation mehr. Man kann nicht mehr schweben. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine Welt ohne Schweben. Also, ich will gar nicht daran denken. Das ist... Reinhard. War hier dieser Schrein erst?
so weit weg? Nee. Ich dachte, der wäre näher dran gewesen. Los, lass mich laufen. Zu Fuß bin ich schneller als mit eurem Zeug. Ja, da muss ich in andere Richtung. Dahin muss ich. Ja, so. Auf geht's. Mit Hypergeschwindigkeit. Ui. Ich habe eigentlich noch fast nichts.